von Kämpferinnen und Kämpfern für Freiheit, von Sacco und Vanzetti über die Geschwister Scholl bis Neda, sagen wir, das sind die Ikonen unserer Freiheitsgefühle. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, eins ist klar, der Iran steigt oder gleitet jeden Tag mehr hin zu einer Diktatur. Eine Diktatur, die wir als solche betrachten müssen. Der Iran, wenn wir dann politische Beziehungen zum Iran haben, dann müssen wir klar sehen, wir haben eine Beziehung zu einer politischen Diktatur und so müssen wir uns verhalten. Wir dürfen niemals die Menschen vergessen, die in dem Gefängnis dieser Diktatur bleiben. Aber wir dürfen uns nicht vormachen. Der Kampf um Freiheit kann lange dauern. Vor 20 Jahren wurde das Freiheitsbedürfnis des chinesischen Volkes am Tiananmenplatz blutig zusammengeschlagen und immer noch kämpfen die Frauen und die Männer in China um Freiheit und diese Freiheit ist leider noch nicht in Sicht. Das ist etwas, was wir uns merken müssen. Wir müssen einen langen Atem haben. Wir müssen einen langen Atem haben mit den Menschen in Iran, mit den Menschen in China, mit den Menschen, die heute noch glauben, dass Freiheit etwas ist, was nicht nur dem Westen gehört, sondern Freiheit ist etwas, was allen Menschen auf diesem Erdball gehört. Und wenn wir heute auf diese Welt schauen, dann wissen wir, wie schrecklich, wie schwierig diese Kämpfe sind. Wir haben Palästina vor Augen, wir haben Russland vor Augen, wir haben alle Länder vor Augen, wo Menschen aufstehen für ihre Selbstständigkeit, für ihre Autonomie. Und eins müssen wir von Europa aus klar sagen. Wir wissen, dass wir in Zukunft auch mit Diktaturen politische Beziehungen haben werden, wirtschaftliche Beziehungen. Wir haben das mit Russland, wir haben das mit China, wir werden das auch mit dem Iran haben. Aber eins ist sicher, die Bedingungen, die wir stellen für diese Beziehung, stellen wir. Und die heißen, es darf nicht sein, dass eine Regierung, um wirtschaftliche Beziehungen zu verbessern, die Menschen, die in Gefängnissen sind, in diesen Staaten vergessen. Wir lassen das nicht zu und werden das nicht zu. Die Geschichte dieses Landes. Ja. Aber die Waffen in aller Welt sind auch überall. Es gibt auch deutsche Waffen auf allen Seiten. Das ist eine andere Debatte. Eine Debatte ist hier wichtig, und zwar für alle. Es gibt Staaten, die gleich sich mit Ahmadinejad solidarisiert haben. China, Russland und Chavez von Venezuela. Die